Einige von euch haben sich in letzter Zeit gewünscht, dass ich mal etwas mehr aus dem Matcha-Nähkästchen plaudere oder so. Ich habe gestern auf Instagram die Floracha 30-Tage-Challenge angefangen. Das ist eine Challenge von der Floracha Loves Matcha. Ich schreibe euch mal ihren Instagram-Namen hier nochmal hin. Die Flora weiß ganz, ganz viel über Matcha, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Flora hat einen ganzen Blog, wo es vorwiegend um Matcha geht. Und so wie ich das mitbekommen habe, weiß sie auch echt viel über Matcha. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne mal auf ihrem Instagram-Kanal und auf ihrem Blog vorbei. Das lohnt sich wirklich, wenn man Interesse an dem Thema hat. Denn jetzt werde ich einige von euch enttäuschen. Ich selber trinke gar nicht so viel Matcha, wie ihr wahrscheinlich denkt. Ich habe einmal im Monat aktuell Teeschule, also Teezeremonieübung, und abgesehen davon trinke ich vielleicht 3 Schalen Matcha im Monat. Das heißt, wenn ich 4 trinke, sind es 4 bis 5 Schalen. Das heißt, das ist nicht ansatzweise jeder Tag. Warum ist das so? Naja, da gibt es einen ganz einfachen Grund. In meinem Alltag finde ich es einfacher, gebrühten grünen Tee einzubauen. Das bedeutet kein Matcha-Pulver, sondern ganz normalen grünen Tee. Und dafür brauche ich nur einen Wasserkocher. Das heißt, wenn ich mal woanders bin, wenn ich auf Arbeit bin, 8 Stunden lang am Tag, dann ist es für mich einfacher, einfach nur nach einem Wasserkocher Ausschau halten zu müssen. Und meinen Tee habe ich irgendwie ja doch schon immer dabei. Und ja, dann einfach eine Tasse oder meistens bis zu 3 Tassen grünen Tee zu trinken. Doch Floras Challenge hat mich jetzt motiviert, Wege zu finden, wie ich die eine Schale Matcha am Tag besser in meinen Alltag integrieren kann. Eine Sache, die mir bei dieser Challenge auch ganz, ganz wichtig ist und was einige vielleicht erstmal ein bisschen verwirren wird, ist, dass ich einen richtig guten Matcha finden möchte. Durch die Teeschule bin ich ja schon eine gewisse Qualität an Matcha gewöhnt und einen gewissen Geschmack. Das Problem ist nur, dass ich selber eigentlich gar keine Ahnung darüber habe, wie man qualitativen, guten Matcha findet. Klar, du kannst einfach in einen Online-Shop gehen und den teuersten Matcha kaufen, den du findest, und der ist bestimmt gut. Aber ich möchte vielmehr wissen, warum ist ein Matcha gut und ist der Preis, den ich zum Beispiel für einen teuren Matcha bezahlen würde, wirklich gerechtfertigt? Ich möchte eben das Wissen haben, um entscheiden zu können, ja, dieser Matcha ist jetzt, keine Ahnung, 30 Euro wert, 50 Euro wert, was auch immer, der ist sehr viel wert, oder zu wissen, der ist einfach nur überteuert. Und das ist so ein bisschen für mich die Challenge in der Challenge, sage ich jetzt mal. Also so, das wird so meine erste kleine Teilaufgabe für mich sein, ob ich da mehr Infos rausfinden kann. Und daran werde ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Jetzt erstmal ein kurzer Einblick in meine aktuelle Matcha-Lage. Letztes Jahr habe ich einen richtig, richtig guten Matcha geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie teuer der war, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber das war dieser hier. Der heißt Yutakate. Das ist eine Webseite, die heißt einfach yutaka-tee.de. Wie ihr merkt, ist er aber leer. Und ich habe diese Aufgabe, eine neue Matcha-Sorte zu finden, lange vor mich hinausgeschoben. Ich habe vor kurzem bei DM den Matcha gekauft. Da steht süßlich herb drauf. Ist mehr herb als süßlich. Da steht weder drauf, von welcher Kultivare, also von welcher Teesorte der ist, noch aus welcher Region der kommt. Es sind schon Sachen, die finde ich ein bisschen schwierig. Dann habe ich diesen hier. Den habe ich geschenkt bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Der ist aus dem Asiamarkt und es ist chinesischer Matcha. Ja, darüber könnte man ein ganzes eigenes Video machen, warum chinesischer Matcha einfach keinen Sinn macht. Und das war's, was ich eigentlich aktuell am Matcha habe. Und es ist eine echt miese Auswahl. Ich weiß, Leute, der gute ist leer und die anderen beiden sind nicht wirklich lecker. Ich war jetzt bei Teegeschwender, um mich mal zu informieren, was die dort so für Matcha haben. Und zwar hat Teegeschwender 4 verschiedene Sorten von Matcha. Da gibt es sogar so ein kleines Büchlein, wo man dann so ein paar Infos nachlesen kann. Sie haben 4 verschiedene Sorten. Einmal die Beginner-Sorte, den Everyday-Matcha, dann ein Zeremonie-Matcha und einen Masters-Tribute-Matcha.
Von dem Beginner-Matcha habe ich direkt Abstand genommen, denn unterm Strich wird der ähnlich sein wie der DM-Matcha, den ich bereits habe. Er kommt aus Aichi, das ist schon mal nicht schlecht, denn Aichi ist eine bekannte Teeanbauregion. Jedoch, wenn er schon Beginner-Matcha genannt wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das typische Beginner-Matcha-Problem haben wird. Er ist günstig, aber er schmeckt leider recht bitter. Und genau das möchte ich eben nicht mehr haben, deswegen habe ich von dem Matcha direkt etwas Abstand genommen. Interessant für mich waren natürlich der Everyday Matcha und der Ceremony Matcha und naja, Master's Tribute. Ganz uninteressiert war ich nicht, kann ich sagen. Das, was vom Master's Tribute abschreckt, ist eindeutig der Preis. Aber Teegeschwender bietet die gute Option an, dass man Proben mitnehmen kann. Das heißt, ich habe hier einmal eine Probe vom Everyday Matcha. Matcha Sei, Matcha Yaku, das ist der Zeremonie-Matcha. Und dann hier Master's Tribute, Matcha Kei. Um den optimalen Vergleich zu bekommen, werde ich jeweils eine normale Schale hiervon trinken und eine kleine Referenzschale davon, einfach immer um einen Richtwert zu haben, wie es im Unterschied zu dem hier schmeckt. Also man sieht jetzt am Pulver schon direkt, dass der wesentlich gelber ist und der schon leicht, ja, fast indigo. Grün würde ich das gerade mal bezeichnen. Also die Farbe ist definitiv schon ein großer Unterschied. Der nächste Unterschied ist farblich, glaube ich, auch ganz gut zu sehen. Der hier ist echt tiefgrün. Der ist eher heller. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Ich glaube, die Dosierung ist jetzt natürlich auch nicht ganz richtig, weil hier ist natürlich viel weniger Wasser drin. Ich konnte es jetzt nicht ganz abschätzen, wie ich da die perfekte Dosierung finde. Aber man sieht einfach den Unterschied direkt. Jetzt nochmal ein kurzes geschmackliches Feedback zu den beiden Matchas. Der DM-Matcha hat nach deutlich wenig geschmeckt. Es haben mir schon einige Leute von euch Nachrichten geschrieben, dass sie finden, dass er super bitter schmeckt. Aber jetzt im Vergleich zu diesem Everyday-Matcha von Teegeschwender hat er wirklich nach nichts geschmeckt. Überraschenderweise hat der Matcha, der Everyday-Matcha von Teegeschwender zwar gut, also einen relativ intensiven Geschmack gehabt, trotzdem war er recht bitter. Und im Vergleich zu dem DM-Matcha würde ich sagen, ist er fast bitterer, aber auch nur, weil der Geschmack intensiver ist. Und es hat mir gezeigt, dass der Everyday-Matcha wahrscheinlich nicht meine Wahl wird. Ich habe mich heute dafür entschieden, die drei Matcha im direkten Vergleich zu testen und nicht im Vergleich zu dem DM-Matcha, einfach weil ich gestern schon bei dem hier gemerkt habe, dass das nicht so viel Sinn macht und es einfach kein Vergleich wert ist, mehr oder weniger. Gerade bei den teuren Sorten, denke ich, macht das einfach keinen Sinn. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die drei im direkten Vergleich sind, was so die Unterschiede sind und wie ja die Qualitätsunterschiede wirklich dann auch rauskommen. Hier sind jetzt die drei Pulver erstmal im Vergleich und man sieht eigentlich schon einen Farbunterschied, was mich aber verwirrt ist. Also das hier ist der Everyday Matcha, der günstigste von den drei. Das ist der Zeremonie und das ist hier dieser Master's Tribute Matcha. Was mich verwirrt oder verwundert ist, dass dieser und dieser fast die gleiche Farbe haben und eigentlich nur der hier sehr dunkelgrün, smaragdgrün sagt man ja immer ist. Und die anderen beiden im Vergleich echt einen leichten Gelbstich haben. Ich habe jetzt gerade nochmal einen direkten Geruchsvergleich von allen drei gemacht. Und der hier riecht sehr grasig, also ja wie eine Wiese, sage ich mal. Der hier riecht eher so cremig. Und dieser riecht sehr süßlich, fruchtig, vielleicht auch so ein bisschen blumig. Also es ist echt krass, was für einen Unterschied es dann doch im direkten Vergleich macht. Ich weiß nicht, ob ich das gemerkt hätte, wenn ich das jetzt nicht direkt verglichen hätte. Also wie schon am ersten Tag finde ich den immer noch ein bisschen bitter. Der ist zwar auch bitter, aber der schmeckt insgesamt einfach runder. Vielleicht durch auch diesen cremigen Geruch, vielleicht ist das auch im Geschmack drin, ich kann es nicht so ganz definieren. Aber der kommt, wie gesagt, echt an Matcha ran, den ich auch in der Teeschule trinke. Okay, von dem bin ich mega enttäuscht. Also ich finde, der schmeckt einfach nur bitter. Also bitter schmecken sie alle.
Ich würde aber nicht sagen, dass der besser schmeckt als der. Also von dem war ich recht überrascht, von dem bin ich daher aber ziemlich enttäuscht. Warte nochmal zu, welcher jetzt welcher war? Das ist der Yaku, das ist der Zeremonie-Matcha und das ist der Kei, der Master's Tribute-Matcha. Das ist der teuerste. Der schmeckt nicht so gut. Unterm Strich kann ich aber sagen, dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich mir einen Matcha von Teegeschwender kaufen werde, denn ich habe jetzt auch mal ein bisschen die Online-Shops durchstöbert und bevor ich euch jetzt zeige, wie die nächsten Matcha-Sorten schmecken, gehen wir erstmal zu dem Thema über, was mir wichtig war, als ich einen Matcha online gekauft habe. Als ich online nach Matcha geschaut habe, bin ich natürlich auch auf Amazon aufmerksam geworden. Bei Amazon gibt es sehr viel Matcha, sehr viel günstigen Matcha, auch ab und zu einen teureren Matcha. Aber ich habe mich unterm Strich entschieden, auf das Kaufen von Matcha bei Amazon zu verzichten, denn Amazon war mir einfach zu anonym. Bei Amazon, klar, man kriegt auch Qualitätsprodukte, aber bei den, ja, sag ich mal, meisten Produkten, die dann eher günstiger sind und sehen wir es mal so, wir alle tendieren in der ersten Linie erstmal dazu, ein Produkt zu kaufen, das günstiger ist, wenn es augenscheinlich gleiche Qualität hat. Jedoch hatte ich das Gefühl, bei den meisten Matchas, wenn sie nicht von einer bestimmten Marke waren, hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich genug Infos dazu bekommen habe. Das heißt, dass ich nicht genau wusste, was ist das für ein Matcha? Wichtig bei einem Matcha, wenn ihr schaut, woher kommt der Matcha, ist nämlich nicht nur, dass draufsteht, der Matcha ist aus Japan. Logisch, jeder gute Matcha ist aus Japan. Aber in Japan gibt es verschiedene Teeanbaugebiete, wo der herkommen kann. Wir hatten vorhin schon einmal erwähnt Aichi, das ist eins der bekannteren. Dann aber auf jeden Fall Shizuoka, Uji bei Kyoto, Kagoshima. Das sind so all die Gebiete, wo Matcha typischerweise angebaut wird. Wenn auf einer Verpackung eben nur steht Japan, so wie das bei dem DM-Matcha zum Beispiel auch der Fall ist, würde ich ihn nicht kaufen. Wenn man jetzt aber nicht bei Amazon kauft, wo kauft man denn dann, fragt man sich heutzutage wahrscheinlich erstmal. Es gibt viele verschiedene Marken, die einen eigenen Online-Shop haben. Ich bin jedoch als erstes nach den ganzen Amazon-Vorschlägen auf eine Seite gekommen, die nennt sich matchashop.de. Und was ich an der Seite super gut fand, war, dass es einen Matcha-Berater gibt. Das heißt, da könnt ihr draufklicken und dann gibt es an der Seite so ein paar, ja, Checkboxen, die ihr auswählen könnt. Zum Beispiel, was für ein Matcha wollt ihr haben? Wollt ihr ihn pur trinken? Wollt ihr mixen? Wollt ihr ihn zum Kochen haben? Wollt ihr einen Matcha, den ihr sowohl als dicken als auch als dünnen Tee trinken könnt? Etc. etc. Also da könnt ihr auch so ein bisschen Richtung Geschmack schon leichte Nuancen auswählen. Ich weiß aber nicht, wie genau dieser Berater ist. Am Ende habe ich auch bei matchashop.de nichts gekauft, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie mehr Sinn macht, wenn die einzelnen Marken einen eigenen Online-Shop haben, den dort zu kaufen. Da ich mich jetzt aber auch erstmal dazu entschieden habe, nicht direkt eine 30-Gramm-Packung oder auch 20-Gramm-Packung oder sonst was für eine große Packung zu kaufen, habe ich bei matchashop.de nicht meine aktuelle Auswahl gefunden. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, einige haben es vielleicht auf Instagram auch schon gesehen, das Video kommt ja später erst. Ich habe mich jetzt entschieden, von verschiedenen Matcha-Marken Probierpackungen zu kaufen, wenn es die gibt. Ich habe unterm Strich jetzt erstmal drei Matcha-Marken rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, die passen zu mir oder die gefallen mir. Ist schwierig zu erklären. Also ich habe darauf geachtet, dass die Shops oder die Seiten sagen, wo genau kommt der Tee her und wie genau wird der hergestellt und all solche Dinge. Also ich habe versucht zu schauen, dass die Seiten wirklich sehr viel darüber preisgeben, wo ihr Matcha herkommt, was genau ich bekomme, wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt kaufe. Ich habe mir jetzt einmal Matcha-Proben bestellt von Kissa Tea, drei Sorten. Ich habe nicht die günstigste genommen, aber alle drei anderen reinen Matcha-Sorten, die Kissa Tea im Onlineshop hat. Dann habe ich mir auch ein Probierpackungsset von Aya The Tea bestellt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn sowohl von Kissa als auch von Aya habe ich sehr viele, ja, positive Erfahrungsberichte, sage ich mal, auf Instagram mitbekommen und hoffe, dass ich ebenfalls so positiv berichten kann. Auf jeden Fall
bin ich sehr gespannt, wie denn da die Unterschiede sein werden, denn der Matcha von Aya ist echt ein bisschen preisintensiver. Und das sollte sich dann schon lohnen. Und eine dritte Marke, auf die ich noch aufmerksam geworden bin, ist Keiko. Einerseits, weil ich diese Matcha von Keiko auch bei matchashop.de gefunden habe. Andererseits aber auch, weil mir aufgefallen ist, dass ich von Keiko sowohl Matcha-Schokolade als auch Matcha-Bonbons geschenkt bekommen habe. Und daher war das für mich einfach so ein bisschen so, vielleicht ist der Matcha von denen auch gut. Bei Keiko habe ich allerdings aktuell noch nichts bestellt. Denn bei Keiko gibt es keine Probierpackungen, beziehungsweise keine reinen Matcha-Probierpackungen. Es gibt, so wie ich das mitbekommen habe, ein großes Probierpackungsset. Da ist dann aber sehr viel mit dabei und sehr vieles, was auch nicht Matcha ist. Und das kostet dann irgendwie über 30 Euro. Und da habe ich dann gesagt, vielleicht nicht. Ein Matcha-Shop, den ich auch empfehlen würde, den ich aber nicht neu entdeckt habe, ist der yutakatee.de. Das ist der Shop, von dem ich halt auch meinen letzten Matcha hatte. Den habe ich aber geschenkt bekommen. Trotzdem, was ich sehr, sehr gut finde an dieser Webseite ist, dass man einfach über jede einzelne Sorte alle Infos hat. Ihr wisst, von welcher Kultivare, also von welcher Teepflanzensorte der Matcha hergestellt wird. Ihr wisst, wie lange der Matcha beschattet wird. Ihr wisst, von welchem Teebauern genau der Matcha kommt. All diese Infos werden eben zur Verfügung gestellt. Und das finde ich unglaublich krass, weil das fehlt einfach auf den meisten Webseiten. Auf den meisten Webseiten steht einfach nicht, aus welchem, ja, wo ganz genau der herkommt. Also von welchem Teebauern oder von welcher Kultivare. Das ist das, was meistens einfach nirgendwo zu finden ist. Ich finde es einfach super, dass sie diese Infos providen, anbieten. Und man dadurch einfach noch einen viel transparenteren Blick hat. Und deswegen würde ich den Shop auch empfehlen. Da muss man sich aber dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Unterm Strich habt ihr jetzt aber schon gemerkt, ich habe nicht den einen Matcha online gefunden und alle Infos zusammensammeln können, sondern ich bestelle mir Probierpackungen. Und das liegt einfach daran, dass trotz jeglicher Infos, die man online findet und trotz jeglicher Beschreibung und jeglichen auch Bildern, es super schwierig ist zu sagen, das ist ein Matcha, der mir schmecken wird. Weil Geschmäcker sind auch unterschiedlich. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar Probierpackungen bestellt, um einfach auch mal ein bisschen direkte Vergleiche machen zu können, Variationen zu haben und zu merken, was ist mir persönlich bei einem Geschmack von einem Matcha wichtig und was schmeckt mir, was nicht. Einfach um herauszufinden, wie mein Lieblingsmatcha schmecken wird. Ich bin super gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird. Das wird ein echt langes Video, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, es ist interessant für euch und ihr, ja, lasst mir ganz viel Feedback da. Die drei Probierpackungen von Kissati sind jetzt angekommen. Die sind alle drei preislich gar nicht so unterschiedlich. Insgesamt ist Kissati die günstigere Marke gewesen, wie ich eben schon gesagt hatte. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie die schmecken und ob man bei so wenig Preisunterschied auch einen Qualitätsunterschied schmeckt. Also ich habe jetzt hier drin den Matcha Supermodel Secret heißt der. Hier ist Matcha Beauty drin und dort ist Matcha Focus drin. Bei den beiden ist eigentlich der Text auf der Packung sogar gleich. Also die haben beide eine lieblich-fruchtige Note auf der Verpackung und hier der Matcha Focus hat eine Röstnote. Deswegen bin ich gerade sehr verwundert, ob die beiden überhaupt einen Unterschied haben. Optisch sehen sie alle drei erstmal super gleich aus. Also der hier hat einen ganz kleinen farblichen Unterschied. Ich habe das, weil die Schale blau ist, ist das vielleicht schwer zu sehen. Ich habe das eben auch nochmal auf den Fingern verglichen. Der ist aber auch echt nur minimal. Krass, also der ist so gar nicht bitter. Was aber auch irgendwie wieder komisch ist. Warte mal, ich schlag die noch mal ein bisschen auf. Nee, also der ist fast gar nicht bitter. Sehr, also lieblich und fruchtig. Boah, keine Ahnung, ob die gleich sind.
aber schmeckt sehr, sehr ähnlich. Also ich würde jetzt keinen Unterschied rausschmecken. Direkt. Ich weiß nicht, ob es genau der gleiche Matcha ist und ob es irgendwie nur einen neuen Namen bekommen hat oder so. Ich weiß es nicht, aber es schmeckt sehr, sehr ähnlich. Ich würde jetzt aber nicht per se sagen, genau gleich. Aber so, dass man keinen wirklichen Unterschied jetzt schmeckt von dem einen zu dem anderen. Ja, doch. Recht her. Die Röstung schmeckt man auch so ein bisschen raus. Aber auch fast gar nicht bitter. Also das überrascht mich, weil Matcha an sich eigentlich einen generellen bitteren Grundgeschmack hat. Also grüner Tee ist ja auch leicht bitter, wenn man den trinkt. Und es überrascht mich, dass die alle so gar nicht bitter schmecken. Also ich habe jetzt meine Notizen mal gemacht und würde sagen, dass mir am besten der Focus Matcha geschmeckt hat. Der hat eine leicht röstliche Note, schmeckt ja so ein bisschen hölzern, so ein bisschen nach Teehaus. So ungefähr, ist auf jeden Fall echt nett. Die anderen beiden, der Beauty und Spumant's Secret, da muss ich sagen, da habe ich einen minimalen Geschmack rausgeschmeckt, aber nicht so, dass man, wenn man jetzt den einen kauft und irgendwann mal den anderen probiert hat, diesen Geschmack wirklich nennen könnte, diesen Geschmack, diesen Unterschied nennen könnte. Der ist wirklich super minimal, auch farblich, geruchlich, geschmacklich komplett fast identisch. Was ich ein bisschen komisch finde bei beiden ist, dass sie zwar eine ganz, ganz dezentere, bittere Note haben, also so, dass man es fast gar nicht merkt und dass man es eigentlich ganz nett findet, weil es eben nicht bitter schmeckt, wie Matcha normalerweise schmeckt, aber beide irgendwie sonst keinen großen Geschmack haben. Also der Supermodel Secret schmeckt noch weniger bitter als der Beauty Matcha und wenn man das mag, ist es bestimmt sehr nett. Für mich war es aber nicht wirklich aufregend genug. Also man hatte kaum einen bitteren Geschmack, aber auch keinen anderen Geschmack, der irgendwie hervorgestochen ist. Jetzt probiere ich die drei Matcha-Probepackungen von Aya Tea. Ich bin sehr gespannt. Bei Aya Tea gibt es drei Probierpackungen. Das ist einmal Ceremonial, Premium und Super Premium. Und der günstigste ist gar nicht bei den Probierpackungen dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir probieren jetzt auch den teuersten Matcha, den ich bisher probiert habe. Jedenfalls, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie teuer die ganzen Matchas waren, die ich bei den Teezeremonieübungen getrunken habe. Die waren wahrscheinlich teurer. Hier ist jetzt der Ceremonial Matcha drin. Hier der Premium und da der Super Premium. Und man sieht, finde ich schon, dass der Ceremonial Matcha ein bisschen gelblich, ja, drüber grün ist als die anderen beiden. Trotzdem hat er aber schon eine sehr gute Farbe. Vom Geruch her riecht der hier sehr cremig, sahnig. Dieser riecht sehr leicht, aber auch fruchtig. Und der hier riecht super blumig. Also das ist jetzt der günstigste von den dreien, der Ceremonial Matcha. Die haben auch alle eigenen Namen. Und der heißt Akashi. Günstig heißt in dem Fall, ich glaube, 30 Euro für 30 Gramm. Also eigentlich auch schon einer der teureren. Also es schmeckt sehr, sehr mild und sehr, sehr dezent. Aber es schmeckt auch so ein ganz kleines bisschen so nach Natur, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Nicht direkt blumig oder so, sondern einfach nach grün. Aber auch sehr dezent. Boah, ist das schön. Also das ist jetzt der Premium Matcha, der heißt Horai. Also, ich bin verwirrt. Der schmeckt auch überhaupt nicht bitter, also kein bisschen. Das zeugt scheinbar von der Qualität. Was ich aber komisch finde, ist, dass auch der, genau wie der erste jetzt, und ein bisschen wie manche Sorten gestern, eigentlich nicht nach viel schmeckt. Also, es schmeckt halt null bitter. Man hat so ein ganz klein bisschen einen Geschmack. Ich kann aber nicht definieren von was. Aber das war's. Und ich bin mir gerade unsicher,
ob ich finde, dass Matcha so schmecken muss, weil ich glaube, für mich persönlich gehört so ein bisschen bittere Note einfach dazu. Der Schaum sieht richtig gut aus bei dem hier. Ich bin super gespannt. Wo ist eigentlich hier vorne? Da ist eigentlich vorne. Das ist jetzt der Super Premium Matcha, der heißt Ten. Und von dem bin ich im Vergleich zu den anderen beiden super positiv überrascht. Die Schaumbildung ist so geil bei dem hier. Der schmeckt sehr, also der schmeckt ganz, ganz leicht bitter. Aber auch so, dass es eigentlich nicht wirklich bitter ist. Aber diese typische Matcha-Note ist halt da. Und der schmeckt sehr leicht und blumig. Und das finde ich richtig gut. Und der kostet 30 Gramm, ich glaube 46 Euro. Würde ich für den, bei dem Geschmack, sogar wieder ausgeben. Ich habe mich in den letzten Tagen und auch zwischendurch jetzt immer mal wieder mit den verschiedenen Sorten, die ich jetzt als Probierpackung habe, noch ausprobiert. Habe auch verschiedene Dosierungen getestet und muss jetzt nochmal einräumen, dass die beiden Matcha-Sorten von Aya, die beiden günstigeren, wo ich so ein bisschen skeptisch war, doch echt richtig gut schmecken mit der richtigen Dosierung. Ich vermute, dass ich bei dem Test, wo ich die drei Matcha nebeneinander getrunken habe, die beiden vielleicht ein bisschen zu dünn gemacht habe, also zu wenig Matcha-Pulver reingegeben habe. Und bei der richtigen Dosierung kommt bei denen dann der eigentliche Geschmack, der mir so ein bisschen gefehlt hat, erst richtig raus und beide sind wirklich super lecker. Den direkten Vergleich hatte ich dann jetzt leider nicht mehr und kann nicht sagen, ob ich den preislichen Unterschied schmecken würde. Ich würde aber sagen, dass alle drei Matcha-Sorten von Aya mir sehr, sehr gut geschmeckt haben. Doch kommen wir jetzt eigentlich mal zu dem Schluss von dem Video, weil nach 15 Tagen habe ich das Gefühl, dass dieses Video unglaublich lang werden wird. Was habe ich aus der ganzen Sache gelernt? Und habe ich jetzt den einen super tollen Matcha gefunden? Vorneweg, nein, habe ich nicht. Das Ganze ist so komplex, dass ich sage, dass 15 Tage gar nicht ausreichen würden, um alles zu verstehen, was es bei Matcha zu verstehen gibt. Und um auch die einzelnen, sage ich mal, Marken, die es gibt, so zu verstehen, um zu sehen, ob das, was ich will, diese Marke mir bieten kann. Und unterm Strich habe ich mir auch drei Marken angeguckt und es gibt so viele Matcha-Marken auf dem Markt, also so viele Unternehmen, die Matcha vertreiben und man einfach gar nicht weiß, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Was ich aber gelernt habe, ist, dass es auch super individuell ist, wie einem ein Matcha schmeckt. Erstmal habe ich gemerkt, dass es auch so viele unterschiedliche Noten im Geschmack gibt. Also, dass es manchmal eher eine blumige Note gibt, manchmal eher eine Röstnote, eben auch sehr oft die bittere Note. Für mich persönlich gehört so ein ganz leichter, grüner, bitterer Matcha-Geschmack einfach dazu. Wenn der gar nicht da ist, finde ich es irgendwie komisch. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich während dieser Zeit jetzt festgestellt, was für mich bei einem Matcha vom Geschmack her wichtig ist und was ich gut finde. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass eine Röstnote einfach nicht so mein Geschmack ist. Dass das zwar nett sein kann, aber ich das Gefühl habe, das wäre jetzt nicht mein Lieblingsmatcha. Ich glaube, ich bin da eher so auf der blumigen Seite, wobei ich eben, wie gesagt, auch diese Matcha-Note einfach haben möchte, muss. Ich weiß das nicht, es ist irgendwie so ein Inneres, das gehört dazu. So. Trotzdem kann ich aber nicht sagen, dass von den Sorten, die ich getestet habe, eine jetzt meine ultimative Lieblingssorte ist. Ich würde aber sagen, dass jede der Sorten, die ich getestet habe, eine Sorte wäre, wenn ich die jetzt in einer 30 Gramm Packung gekauft hätte, hätte ich es nicht bereut. Okay, doch vielleicht der eine von Teegeschwinde, der billigste, den ich gekauft habe, aber insgesamt der zweitbilligste in der Auswahl, die Teegeschwinde hat. Daher kann man aber sagen, dass die Matcha-Sorten oder Marken oder wie man es doch jetzt immer nennen will, die ich probiert habe, würde ich alle empfehlen. Gerade wenn man auch noch nicht so viel in dem Thema drin ist, dann sollte man, glaube ich, auch nicht so viel Gedankenschmalz da reinstecken, sage ich mal. Ich wollte mir jetzt aber in dieser Challenge einfach diese Zeit nehmen und das machen. Was anderes, was ich noch gelernt habe und was ich schon auch so ein bisschen gesagt habe, ist, dass ich es super wichtig finde, wie sich eine Marke präsentiert.
Also, dass ich finde, wenn ein Online-Shop sehr, sehr viel über die Herstellung und über die Herkunft seines Produktes preisgibt, dass ich auch das Gefühl habe, dass das Produkt, was ich kaufe, wirklich gut ist und dass ich auch einfach weiß, wo kommt dieses Produkt her. Und je weniger man darüber findet, desto skeptischer bin ich einfach, desto eher habe ich nämlich das Gefühl, dass der einfach irgendwo billig eingekauft wurde oder sowas. Also da habe ich nicht so den Hintergrund, wie das alles abläuft, aber je mehr man einfach preisgegeben bekommt, desto ja, sicherer fühlt man sich auch, Transparenz und so. Es gibt noch sehr viele andere Marken, die ich jetzt ausprobieren möchte. Das Problem ist nur, dass es nicht überall Probierpackungen gibt und deswegen wird es sich über einen längeren Zeitraum überstrecken, der vielleicht sogar mehrere Jahre sein kann. Und das übersteigt den Rahmen dieses Videos. Wer hätte es gedacht? Ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß, auch einfach mal so Direktvergleiche zu machen und zu gucken, wo ist da wirklich der Unterschied und wirklich sehr viel Aufmerksamkeit in den Matcha selbst zu stecken. Denn mein Fokus bei der Teezeremonie ist dann eben doch eher auf der Zubereitung. Den Matcha bei der Teezeremonie suche ich nicht aus. Den hat meine Lehrerin bereitgestellt. Und da weiß ich, dass das ein qualitativ guter Matcha ist. Jedoch weiß ich nicht, was das genau für Sorten sind und wo genau die herkommen. Ich weiß, dass meine Teelehrerin hier in Deutschland ihren Matcha in Japan kauft. Also sie ist zweimal im Jahr oder so drüben und kauft dann Matcha und bringt den mit. Und daher ist es super schwierig für mich, denn von ihr kann ich dann nicht so richtig mir einen Ratschlag holen. Ich finde es aber genau deswegen einfach super spannend, mir da so mein eigenes Wissen aufzubauen. Und das wird Jahre dauern, bis das wirklich Hand und Fuß hat und ich da einfach sagen kann, das sind meine Lieblingssorten. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf, dass das so ist. Weil heutzutage sind wir oft darauf bemüht, irgendwie alles in 5 Minuten im Internet googeln zu wollen und dann alles darüber wissen zu wollen. Aber so funktioniert das bei solchen Sachen einfach nicht. Und das ist okay. Und das finde ich auch gut. Wenn ihr nicht schon ganz viele Kommentare bis zu dieser Stelle geschrieben habt, dann bitte, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen oder Empfehlungen oder sonst was habt, schreibt es unten hin. Wir sind euch alle dankbar, ich genauso wie wahrscheinlich alle anderen. Ich bin echt gespannt, was das wird mit diesem Video. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, wenn ihr wirklich so lange dran gewesen seid. Ernsthaft, das ist verrückt. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder.